Hallöchen und willkommen zurück. So, unser Hauptproblem aktuell ist halt, wir haben nicht genug Leute, ey. Die muss versorgt werden. Erforscht. Wo ist sie? Sie schleppt gerade Holz hier rum. Wo muss auch noch Holz gesammelt werden? Okay. Jetzt auf alle Fälle erstmal ganz viel Nahrung. Sie muss halt jetzt nur kochen. So, du putzt jetzt mal bitte eben diesen Raum, weil der sieht schon wieder aus wie sonst was. Und hier wird unser Essen gekocht. Ich habe keinen Bock auf Lebensmittelvergiftungen. So, wieso geht's ihm scheiße? Ihm geht's immer scheiße. Ja, wegen dem, gleich Schmerzen. Wie viel Kälte und Aas ohne Tisch. Ja, also es sind 19 Grad drin. Würde ich jetzt nicht als kalt bezeichnen. Okay, was machst du jetzt? Ernte Erdbeerpflanzen. Ja, sehr gut. Dann ist es hier. Wachstumsrate 5 und Verbrauch 3, das ist echt gut. Nackt. Wieso ist sie nackt? Wer sieht sich auch? Wenn die nur ein Hemd anhaben, zählen die als nackt. Dann zieh bitte nur die Stammeskleidung an. Danke. So. Sind die denn jetzt hin? Och, du Pöchelchen. Ja, weil die jetzt hier die Erdbeeren holt dafür. Okay, was macht die? Macht dasselbe. Nur, dass sie halt nur irgendwie 4, 5 trägt und sie halt richtig viele. Okay. Warum dringt die scheiß Klimakacke, dass wir die Scheiße einfrieren können? Und es immer schön angenehm ist im Dings. Das heißt, bis nachher halt gucken. Oh, wir müssen diese Zone erweitern. Schon echt voll. Wenig Nahrung. Immer noch wenig Nahrung. Mahlzeiten bitte. Irgendwas ist mir egal, aber koch. Schöne 21 Grad ist jetzt hier drin. Das ist doch schön. Und jetzt, wo wir halt ja auch Tiere haben. Nein. Das ist befruchtet. Schlüpft in der Fall. Nicht überdacht. Draußen. Okay. Wir müssen den irgendwie Touren. Säule. Oh. Können wir, wenn wir den nicht da Säule haben, kann der Dach da sagen, bau da ein Dach hin oder nicht? Säule hat hier ein Dach dran kann. Sie blockiert weder die Sicht noch die sieht ganz nett aus. Eine Kiste, das heißt mit Tannis auf. Eierlegende Tiere werden versuchen, ihre Eier hier anzunehmen, wenn ein Träger. Wenn sie schützt Eier vor. Temperaturen.
Sollten wir die Zahlen abreißen? Wir brauchen so eine, hier ist eine Tür. Und eine Tür. Für uns. Gut. Alles klar. Wir haben echt viel Essen hier. Sie muss halt einfach nur kochen, kochen, kochen. Er muss forschen und Jackie macht, trägt Holz. Mit dem Nahrung im Lager kannst du deinen Ernährungsbalken für den Zimmer. Aktuell sind 6 Personen und die Nahrung reicht. Warme Kleidung fehlt. Ich weiß. Drinnen 20 Grad, draußen 3. Hier 15, hier hinten ist am weitesten weg 14. Alles klar. Eine Besuchergruppe. Eine Besuchergruppe. Handeln. Beleidigungstür. Die Frage. Ich würde sagen, wir packen hier diesen Gang mit Klima und hier. Und hier eine für halt die Lebensmittel. Honig. Geil. Okay. Haben die. Die haben einfach nur Kaffee. Im Vierkräutermedizin. Ein bisschen Dings. Ja, hier. Kaufen denn alle unsere Kräutermedizin ab und. Das. Klopp. Dann bitte wieder ins Bett. Das hat die Frage. Ja. Geschenk der. Genau, die schenken uns 100 Silber? Wieso schenken die uns 100 Silber? Hä? Keine Ahnung. Und wieder 14 Milch. Das ist gut. Wir haben gut Nahrung hier. Sie kocht und kocht und kocht. Gut. Das ist sehr schön. Das ist inzwischen alles abgerissen. Hier ist alles abgerissen. Hier wird gebaut. Lüpft in den Dach drüber. Paart sich mit Henne. Und wie kriegen wir es dann hin, dass sie sich nicht weiter vermehren? Handlung um Infektion. Mhm. Rechter kleiner Finger ist abgeschlagen. Okay. Wir forschen. Nackte Kolonisten. Wieso ist er nackt? Hey. Ja. Genau.
So, was sagt die Temperatur? 20. Na, draußen sind aber auch 15. Bekleide dich bitte mit der Stammeskleidung. Wir haben noch keine Hosen. Und mach nichts anderes außer Nahrung. Verdirbt, verdirbt, verdirbt alles. So, das hier ist ja verrottet. Weniger Körperteil 2,7%. Typi, so zieht er sich dieses scheiß Hemd an. Versteh es nicht. Wir haben doch noch keine Hosen. Hier, bitte bekleide dich damit. Kräutermedizin haben wir noch. 55. Nicht gerade viel. Oh. Ich habe die Heilpflanzen verkauft mit Kat. Auch interessante Art. Heiß ist fast fertig. Die Kakaobäume brauchen ewig. Das ist echt nicht gut, aber egal. So, die füllt jetzt den Ofen auf. Fünf Nahrungsdinger nur. Boah, gut, dass wir gleich endlich eine Klimaanlage kriegen. Die Scheiße. Einfrieren können jetzt klaut der da nämlich weg. Die pennt. Ja, wie viel schläft die denn? Die hat starke Schmerzen. Okay. Wir haben sofort die Forschung abgeschlossen. Endlich können wir unsere Lebensmittel haltbar machen. Endlich. Oh. So. Jetzt hier Plattenrüstung. Wie war Grillen? Warme Kleidung fehlt. Mimimi. Und dann kannst du das abreißen. Oh, endlich. Wir können unsere Lebensmittel einfrieren. Yay. Dann in die Rohstoffe. Okay, ein paar Teile könnten wir haben, aber. Gut, ich hoffe jetzt natürlich brauchen wir jetzt ab gleich dann auch viel mehr Strom. Ja, Quest abgelaufen. Geh weg mit den scheiß Questen, die mache ich ja nicht. Von daher ist mir das auch schnupspieps egal. Aber es ist halt auch die Frage, geht diese Wurminfektion eigentlich auch mal wieder weg? Infektion? Infektion? Hungerzunahme plus 100 Schmerzen. Und da haben sie versucht, immer die Patienten auch, ja, wenn das. Aber die kann ich nicht heilen oder so. Okay.
Okay, sie kommen da rein. Glaube, das ist los. Perfekt, weil dann gehört es jetzt ja auch irgendwie nicht zum Gehege, ist mir aber egal. Wenig Nahrung, aber wenig Nahrung, immer nur wenig Nahrung. Wer baut das denn? Die Westwand außerhalb. Und dann wird erstmal eine Mahlzeit gegessen, ja, ist klar. Ich mache hier Gas, bitte. Benötigt. Oder Bett. Hier sind noch. Den Rest, die abgepumpt werden kann. Und hier. Vergibt sich. Wurminfektion. Landung erlischt. Jetzt die Frage, diese Wurminfektion kann man nirgendwie behandeln. Was auch. Wieso kann ich die dann irgendwie? Aber was macht sie? Geht etwas spazieren. Bitte an dieser Kühlung arbeiten. Danke. Perfekt, die Temperatur 21 Grad. Wir haben wir jetzt hier nur 15 Grad drin und es wird nicht wärmer? Fächerung gewartet. Wandtransportieren von Luft werden auf der einen Seite kühle Luft ausdrücken, auf der anderen Seite heiße Luft ausdrücken, verwendet um kühlen oder umgehbare Gefrierschränke zu realisieren. Temperatur 21 Grad, hier drin wird's nicht wärmer. 15 Grad, 15 Grad. So, also. So. Wie sollen wollen wir Minusgrade haben? 3, 2, 0, Minus. So, und hier soll es warm werden. Das
Aber so zwei Dinge reichen halt nicht aus. Wir sind inzwischen Hosen gebaut. Ja, du wirst jetzt erster sein, der es. Bekleide dich mit Hose, bekleide dich mit Hemd, bitte. Elf bis 28, 6 bis 36. Das ist ja deutlich besseres. Und mit Hemd. Okay. Ich verstehe es nicht. Muss ich die vielleicht umdrehen? Weil hier klappt es ja. Warte, ich reiß die mal ab. Dreh die einfach um. Ich an hier ist jetzt unser Test. Drin 6, okay. Hau mal bitte rein. Das ist jetzt hier ganz wichtig. Schieß raus. Schön. Gerissen werden diese Kühlung. Schalten wir die mal eben aus. Schalten die jetzt mal eben einfach aus. Wieso ist denn jetzt? Strom. Drinnen 1 Grad, drinnen 2 Grad, draußen. Drinnen 3 Grad, draußen 9 Grad. Vorratskapsel, bitte zum Ort springen. Hier sind noch 5 Milliarden Bären. Die können auch noch geerntet werden. Was ist denn noch hier? Aber eigentlich, also hier ist es minus 19 Grad drin. Und die Temperatur steht auf 19. Heißt hier. Das ist schon richtig, wie ich es aufgebaut habe, eigentlich. Keine Ahnung, wieso.
Also kann ich diese Kolonisten zappen. Warme Luft soll nach draußen. Mufflon rächt sich. Mufflon ist tot. Leben ist geklärt. Okay. So. Ja, komm mal bitte. Verdirbt nicht tiefgekühlt. Die Ziehtemperatur, glaube ich, einfach viel höher stellen, damit die Ballad. Jetzt mal auf 91. Eben die Scheißwand zu Ende bauen, sonst kriege ich die Krise. Ah, 5 Grad ist es hier. Überall 5 Grad. Wieso sind es hier nur 5 fucking Grad? Ich verstehe es nicht. Sehr hungrig, er soll was essen. Oh, draußen, ach, draußen 4. Dieses drinnen jetzt nur 4 Grad. Ich verstehe es nicht. Hier sind 7 Grad. 5 und hier sind 6. Der Mufflon rächt. Mufflon kann sich nicht mehr rächen. Ich verstehe es nicht. Okay, was ist hier? Defekt repariert werden. Ja, okay. Drinnen. 6, 7. Ja. Ich verstehe es nicht. Habe ich nicht genug? Och, Stromverbrauch niedrig. Wieso ist der Grundverbrauch niedrig? Du müsstest. Doch jetzt voll reinknallen. Ja, ich vermute mal einfach, dass die Großbogen jetzt bitte. Rückte Boomratte. Schön. Ja, das war's mit der Boomratte. Hier haben wir ja jetzt minus 18. Jetzt stelle ich hier die Temperatur mal auf 1.
glaube einfach nur durch die ganzen Belüftungen, weil hier wird's, hier klappt es ja, hier wird ja die Temperatur deutlich wärmer. Das einfach, weil die ja, ich weiß, wenig Nahrung, bla bla bla. Ja, nur zig. Aber wenn ich warme Temperaturen möchte, muss ich. Also ich probiere das jetzt mal aus. Also wir reißen sich mal eben ab. Ja, reißt das ab. Füllung abreißen. Ja, was hat die denn da jetzt abgerissen? Ich weiß, die Folge ist jetzt schon überlang, aber ist mir jetzt egal. Ich oh. Kopie bauen, die hier dann ja sofort hinkommt, weil sonst ist ja hier offen. So, professionelle Bauer anholen. Zack. Jetzt nehme ich Temperatur. So, und baue die hier so rum. Na, scheiß auf drei. Hier, baue die scheiß Klimaanlage, bitte. So. Boah, die Wege sind so fucking lang. Ja, Behandlung. Ah, jetzt läuft die. Die Temperatur sind, haben wir mal wärmer, 41 Grad. Ich verstehe es nicht. Okay. Die soll heizen. Okay. Dann wieder reißen wir die wieder ab. Abreißen. So. Neu hin. Bitte. Nein. Ist das jetzt hier ernst? Das ist... Grad, 12 Grad. Immer noch 12 Grad. Die Temperatur sind 21 Grad. Ganz hoch. Immer noch 12. Immer noch 12. Immer noch 12. Der Raum ist da drinnen. Ist dieses Ding nur für kalte Temperaturen zu brauchen? Ja, gehe ich von aus, weil es eine Kühlung ist. Gehe ich davon aus, dass wir das nur hier eine Wand kühlen von Luft. Das hier geht das. Oh mein Gott, wir brauchen eine Heizung. Boah, wir sind so blöd. Abriss. Abriss. Okay, hier brauchen wir eine Klima. Aber oh mein Gott, eine Heizung hatten wir doch voll lange. Okay. Ja, die Folge geht jetzt so lang, bis wir das mit der Wärme geregelt haben.
So, Togo ist jetzt eben. Und dann baut die jetzt die Heizung. Okay. Handel. Okay, er hat im Prinzip. Er hat eine Medizin, die würden wir nehmen. Und Überlebensrationen. Deckenlauf und Kokomel. Ja, nehmen wir auch einfach mal aus. Wir nehmen nicht die versteckten Läufe, die sind so scheiße teuer. Wir können ihm ja, einen Impulsgeber verkaufen. Oder was jolt. Wollen wir aber nicht. Hier, der Stromverbrauch hoch. Ist klar, die muss richtig ackern. Oh, Hahn 1 ist tot. Drinnen? Aber diese Heizung, die bringt halt nichts. Eine Heizung ist halt einfach zu schwach. Vor allem, weil hier ja quasi draußen ist. Und die ist ja auch quasi draußen. Müssen jetzt eben erstmal die Bude wieder zumachen. Gut. Ernten, ernten, ernten. Draußen wird's kälter. Hier drin bleibt's schön warm, 20 Grad. Fünfzehn, 14, 19, 20. Verbrauch hoch. Das klappt. Wir hätten Heizungen bauen müssen. Zwei Heizungen. Ich hoffe, dass das. So. Mindestens ein Kernel ist. Wie? So fehlt. Erledigt mit Hose. Und bekleide dich hiermit. Perfekt. Und er hat auch noch Stammeskleidung an. Hiermit. Und damit. Gut. Jetzt haben wir draußen 2 Grad und hier drin schöne 17, 14, hier sogar 21. Problem, was wir hatten im Überfall. Sie werden sofort angreifen. Okay. Würde, glaube ich, eben die Folge beenden. Wir sind nämlich schon bei fucking 40 Minuten. Ja, aber. Entschuldigung. Kriegen, machen wir in der nächsten Folge den Angriff. Also, bis dahin. Ciao, ciao.